So, und jetzt nochmal das Ganze. Also, genau, hier kam der Wirbelwind angeflogen, dann wurden wir hier gedreht nach Osten. Und die Druckplatte macht gar nichts. Müssen wir gleich mal im Auge behalten. Vielleicht kommen wir mit der Druckplatte und der da unten zusammen. Das Ding da aufmachen, ohne einen Block zu verschwenden. So, hier geht's runter und dann geht das da auf. Drücken wir die nochmal und die ist auch auf. Nee. Hä? Das hier sah gerade offen aus. Das sind zwei Blöcke. Einmal ist hier ein Block, der auf und zu geht mit dem Stein und einmal ist da noch einer, der mit dem aufgeht. Und der macht nur den Wirbelsturm anscheinend. Und der macht den Block zu. Egal. Müssen wir wohl anscheinend einen von den magischen Blöcken benutzen. Kommen wir nicht drum rum. Oder ich übersehe irgendwas. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass man da nichts falsch machen kann mit den Blöcken. So, hier ist wieder der bösartige Frosch. Schild in die Hand. Schild in die Hand. Machen wir diesmal irgendwas anders? Nö, wir achten nur mehr auf unsere Lebenspunkte. Also, 60%. Und er trifft uns kein einziges. Oh, wow. Okay. Irgendwie macht er viel mehr Schaden als die anderen Frösche. Oder ich habe aus Versehen die Rüste ausgezogen. Eins von beiden. Gucken wir gleich mal. Wow, das war eine schicke Heilung. Nee, Rüstung haben wir noch an. Der haut richtig rein. Also zuerst hat er uns ja gar nicht getroffen. Und ich dachte, ach ja, schön, ruhiger Kampf. Und dann drei Schläge direkt hintereinander. Jeweils 20% der Lebenspunkte. Das ist übel. Nach dem nächsten Treffer hauen wir ganz schnell ab. Oh, die können auch vergiften. Das ist jetzt nervig. Das heißt, die Schlammfrauen vergiften hier, wenn sie werfen. Im Nahkampf wissen wir es noch nicht. Und die Frösche mit den Tentakeln. Gut. Das wird alles abgespeichert. Da kann schon stirb schnell. Ich will jetzt nichts riskieren. Auch wenn wir gerade mal vor 3 Minuten abgespeichert haben. Aber trotzdem. So, wieder Schild in die Hand. Und jetzt stirb. Nervige Kröte. Boah. Das ist alles für eine Kiste. Wenn da jetzt nur ein Heiltrank oder so drin ist, dann... Glockenspiel des Verständnisses. Ah, damit können wir bestimmt mit dieser fliegenden, komischartigen Frau sprechen. Frau, da. Ja, dann müssen wir ein Stückchen laufen. Und wieder gedreht werden. Wir wollen nach Osten. Ja, gut. Und laufen nach West. Osten, 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 Osten. Wirbelwind, Osten, Osten. Gut. Hätten wir das auch geklärt. So. Reden wir mal zuallererst mit der Frau. Dazu müssen wir nächste rechts rein. Hier. Ganz bis zum Ende. Und dann gucken wir gleich nochmal weiter. Da waren wir auch noch nicht drin. Und hier ist eigentlich falsch. Dadurch, darum. Ja, ich will jetzt erst mit der Frau sprechen, damit wir nichts verpassen. Weil sonst gehen wir in irgendeinen Bereich des Dungeons, wo wir nachher eh nochmal hin müssten, wegen der Queste von der Frau oder sonst irgendwas. Muss nicht unbedingt sein.
Also erstmal absprechen, was sie will. Und dann können wir weitersehen. Hoffentlich hat sie nicht auch wieder wie die Frau im Meer unten so einen recht langen Dialog. Und hier willst du nicht einen Zauber haben und dann kippt man plötzlich tot um. Das wäre irgendwie... Hey, kippt man tot um? Das können wir ausprobieren. Also kommt mit auf die Liste von Dingen, die wir irgendwann mal ausprobieren können. Wir machen einfach eine Seelenverschmelzung. Dann sterben wir zwar, wir tauchen gleich wieder auf. Und haben dann den Zauberspruch. Da lang. Genau. Böse aussehende Frau, die durchgehend am Schreien ist. Speichern wir mal auf einen neuen Slot. 39, so. Glockenspiel in die Hand. Benutzen. Nichts passiert. Kannst du mich verstehen? Ich würde dir gerne meine Hilfe anbieten. Warum willst du mir helfen? Was bist du? Deine Aufgabe ist wohl bekannt. Die Elemente singen von deiner Tapferkeit. Aha. Dann sage mir doch, freundliches Wesen, was du mir anbieten möchtest. Ich bin nur ein kleinerer Elementargeist. Doch trotzdem, ich biete dir einen Zauber an. Tanz auf den Trittsteinen des Lebens. Was bewirkt dieser Zauber? Er breitet deinen Teppich auf Luft unter dir aus. So bist du vor einigen Fallen geschützt. Ich finde die Namen von den Zaubern zu geil. Aber ja. Wenn er nicht zu viel Mana kostet, klingt er ganz praktisch. Du weißt von meiner Absicht, den Kriegsherrn zu besiegen. Sei unbesorgt. Er kann die Elemente nicht in seine Gewalt bringen. Und den Amboss der Dämmerung kann er auch nicht beherrschen. Also den Anvil of Dawn, wonach das Spiel benannt ist. Obwohl ich jetzt gar nicht weiß, wofür er genau da ist. Ein Wasserelementargeist hat mir geholfen, das versunkene Schiff zu erreichen. Das war Erevans. Schroff, aber von dir beeindruckt. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einen so guten Eindruck gemacht habe. Das würde Erevans auch nie zugeben. Aber er wünscht dir Glück. Genau wie ich. Hab Dank für deine freundlichen Worte. Ich muss jetzt gehen. Mögest du stets Rücklieben haben. Okay, also das war jetzt alles für den Zauber. Welchen Zauber überhaupt? Das da? Gucken wir mal ganz kurz in das Magiebuch. Ja, also eine kleine Wirbelwindwolke für 129 Mana. Das geht eigentlich, wenn sie eine ganze Weile hält. Also. Können einige Fallen wie beispielsweise Fallgruben oder Druckplatten umgangen werden? Fallgruben, das ist doch mal praktisch. Fallgruben hatten wir doch gerade erst bei dem Titan und kamen dann... Was beim Titan? Entweder beim Titan oder bei dem Dungeon davor. Da waren mehrere Fallgruben, wo wir nicht rüberkamen. Das heißt, da können wir dann auch später mal wieder hingucken. So, aber erstmal weiter im Text. Da unten geht es noch lang. Also umdrehen, da lang, runter. Die Steine nehmen wir wieder mit. Ich habe keinen Bock, den letzten Block jetzt auch noch für irgendwas Sinnloses zu vergeuden. Okay, es war nicht sinnlos, aber ich weiß jetzt nicht, wie oft ich diesen Zauber hier einsetzen werde. Falsch. Wir müssen darum, darum. Und wir sollten mal ein Gegengift trinken. Wir haben davon jetzt inzwischen ein paar. So, gleich eine Heilung hinterher. Wir wollen nicht mit einem Glockenspiel... Ach nö. Na ja, komm, mach einen Feuereffekt. Der ist auch rot. Grummel, wo ist unser Heilzauber? Da ist unser Heilzauber. Vorbei? Na gut. So, also, Mana-Trank, jetzt den Heilzauber, bitte. Schön, hat gereicht. Aber ich höre so ein Schlamm-Dingens im Hintergrund rumkriechen. Das wäre jetzt nicht so toll, wenn er gleich im Hinter... Genau, von dir vergiftet werden. Und die kommen auch nicht näher, ist das Nervige. Das heißt, die bleibt jetzt einfach da hocken und sobald von der Ecke kommen, schmeißt sie was.
Gucken wir mal. Ja, zack. Und diese Schleimtropfen oder was immer das sein sollen, die vergiften uns. Das will ich jetzt nicht machen, weil ich will gleich pausieren und hochheilen. Also das Mana hochheilen. Das heißt, wir gehen erstmal einen anderen Weg. Weil ja, vor dem Pausieren muss ich natürlich kein Gift drauf haben. Sonst klappt das nicht so wirklich. Oh, da ist ein Dreher. Da ist noch ein Dreher. Da war keiner, okay. Also ja, mit Gift drauf klappt das. Hey. Klappt das nicht so wirklich. Und ich wollte doch nicht die ganzen Gegengifttränke verbraten, die wir jetzt gefunden haben. Man weiß ja nie, wenn man die braucht. So. Oh, noch ein Teleporter. Zwei Teleporter. Oh, springen wir doch mal rein. Den nennen wir jetzt mal A. Okay. A. Also A, Ausgang. Mhm. So, und das ist AA2. Erstmal gucken, was hier ist. Ein Heiltrank, das ist schon mal gut. Und noch ein Teleporter. Dann bist du jetzt mal C. Weil den will ich gleich B nennen. Oh, das ist auch der Ausgang von C. Also wieder ein A, dann müssten wir wieder in den Raum kommen von da eben. Hilfe. Ach du. Mitnehmen, alles mitnehmen und nicht sterben und im Kreis laufen und wo ist Teleporter? Da ist der Ausgang. Also ja, es gibt Schlimmeres, als von drei halbnackten Frauen totgerungen zu werden, aber ich habe mich abgespeichert. So, das nehmen wir doch jetzt mal als panisches, schönes Ende für diese Episode. Mann, Mann, Mann. Also ja, da werden wir auf jeden Fall volle Lebenspunkte brauchen und uns gut positionieren, denn die können uns ja von zwei Seiten mindestens immer angreifen und die hauen doch gut rein. So, machen wir mal hier LP 40. So, bis gleich.